Im heutigen Quick-Tipp geht es mal wieder um Kalimoto, und zwar um das Umplanen von einer Route, während die Navigation sozusagen läuft. Ich habe da immer mal wieder im Forum oder in irgendwelchen Gruppen gelesen, oh, ich wollte dann irgendwie schneller heim oder wollte irgendwas komplett abändern, zum Beispiel die Art der Routenplanung sozusagen, das Routing-Profil, und dann muss ich halt abbrechen und neu starten. Das ist eigentlich gar nicht notwendig. Das Ganze funktioniert hier wieder mal über die Pause. Ich meine, wenn wir jetzt da einfach nur sagen würden, generell, keine Ahnung, ich will halt den nächsten Wegpunkt überspringen oder auch die nächsten zwei, dann haben wir ja hier in diesem Kontextmenü drin, nächsten Via-Punkt überspringen. Das könnte man dann ja mehrmals machen, aber ich finde es halt ein bisschen unübersichtlich. Viel besser ist es wieder, wenn man hier auf Pause geht und nochmal auf Pausieren. Dann kriegt man nämlich hier die komplette Strecke angezeigt. Ich habe jetzt also auch schon ein Stückchen gefahren und sage jetzt einfach mal, ich will hier zu dem Punkt 3 so schnell wie möglich hin jetzt da. Das heißt, das, was ich mir hier dazwischen geplant habe, will ich überspringen, und dann habe ich wiederum zwei verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Einmal direkt hier in der Ansicht drin. Ich gehe einfach auf den Wegpunkt drauf, und dann sehen wir, hier haben wir schon so einen kleinen Mülleimer. Zack, können wir einen wegwerfen. Zack, können wir den nächsten auch noch wegwerfen. So, damit haben wir jetzt schon mal einmal Wegpunkte übersprungen. Und zwar so beliebig viele in Anführungszeichen. Die andere Sache war ja, das Routing-Profil sozusagen ändern für das Stück. Und da ist es halt schön, dass Kalimoto ja relativ früh dabei war, wirklich eingeführt hat, dass man pro Streckenabschnitt im Prinzip das Routing-Profil ändern kann. In dem Fall passiert das immer über den Zielpunkt sozusagen. Das heißt, hier ist jetzt mein Zielpunkt, ist jetzt die Nummer 1, und hier unten seht ihr, da könnt ihr sozusagen einstellen, welches Routing-Profil ihr bis zu dem Wegpunkt haben wollt. Und zwar jeweils von dem entweder aktuellen Position oder, wenn dazwischen noch ein Wegpunkt ist, von dem Wegpunkt bis zu dem jetzt da. Ich sage hier zum Beispiel, ich will so schnell wie möglich, also Autobahn fahren, und dann seht ihr, wird das Ganze auch dynamisch umgestellt sozusagen. Das ist, wie gesagt, die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist dann, man kann hier auch einfach nochmal auf die Planungsansicht gehen. Und auch hier, wenn jetzt habe ich natürlich die ganzen Wegpunkte schon rausgeworfen, aber wenn die hier noch drin wären, habt ihr hier die Möglichkeit, über das kleine X am Anfang einen Wegpunkt rauszulöschen, und hier über diesen Pfeil könnt ihr aufklappen. Und da ist es halt auch relativ schön sichtbar, dass es jetzt da sozusagen zwischen dem und dem Wegpunkt wollt ihr ein bestimmtes Routing-Profil haben. Und haben wir das obere, da sehen wir, hier haben wir nämlich jetzt im Moment die Autobahn ausgewählt. Hier unten steht es noch auf kurviger. Das ist also wirklich auch pro Streckenabschnitt. Ja, und wenn ihr dann wieder fertig seid, könnt ihr hier entsprechend wieder auf die Karte gehen und sagt dann einfach fortsetzen. Eine Sache, die auch noch funktioniert, und das ist ein bisschen ein Nachtrag zu meinem Quick-Tipp mit den Tankstellen: in dieser Planungsübersicht könnt ihr natürlich auch die Reihenfolge unter Umständen ändern. Also gerade wenn ihr jetzt dann noch einen zusätzlichen Punkt eingefügt habt und er hat den nicht an der Stelle, wenn Hin- und Rückrichtungen ziemlich nah beieinander liegen und ihr setzt irgendwo dazwischen einen Punkt, hat er vielleicht das an die falsche Stelle sortiert, könnt ihr hier jetzt einfach hergehen und das Ganze umsortieren. Wie gesagt, wenn ihr dann fertig seid, einfach hier wieder auf die normale Kartenansicht sagen, fortsetzen, und schon geht eure Tour weiter mit den geänderten Einstellungen. Tja, und das war es auch schon gewesen für die Woche. Wie üblich, wenn ihr keinen Tipp verpassen wollt, Kanal abonnieren kostet euch nichts, Glöckchen anmachen, dann werdet ihr da benachrichtigt, sobald es was Neues gibt. Und tschüss!